Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen One Pack per Day. Man merkt, ich bin gerade irgendwie ein bisschen so kaputt. Oh nein, nicht wieder gehen, nicht wieder gehen, nicht wieder. Shit! So, im heutigen Pack sind es. Wow, 4 Commons, eine Rare. Ich werde nicht mehr. Oh, eine Golden Common, Silver Hand Knight. Ist okay, sind 50 Stopp, weil außer in Arena wird er nicht gespielt. Es gibt zwar Basic Decks, in denen man ihn spielen kann, also wenn man halt wirklich nur ihn zieht und halt keine 40 Staub oder so hat, ist okay, aber ansonsten nein. Der nächste ist Dark Iron Dwarf, kann man genauso gut spielen wie Silverhand, wobei Dark Iron Dwarf sogar stellenweise noch Zoo-Decks, also ein Meta-Deck gespielt wird, aber nicht unbedingt in allen. Manche Akro-Paladine spielen auch, beziehungsweise Midrange-Paladine, was auch immer sie sich nennen wollen. Also man sieht so einiges, aber es ist auf jeden Fall eine starke Karte in der Arena erst recht und ja. Worgen Infiltrator, das ist eine sehr schöne Karte, weil ich liebe den Facehunter. Und deswegen kann man ihn auch so gut spielen. Ja, es ist einer der stärksten 1er Drops mit Stealth. Und funktioniert mit Glaivesucker zusammen super. Und eigentlich kann man ihn im... Also... Shit! So, und zwar, es gibt ja im Facehunter zwei effektive 1er Drops. Das ist der Vorgenfiltrator und der Lepragnom. Wann spielt man was, ist die Frage. Den Wong-Infiltrator spielt man gegen Klassen wie einem Mage oder einem Krieger wegen Taskmaster und ähnlichem. Also alles, was direkt clearen kann. Weil klar, der Lepragnom macht dann zwar dennoch Schaden, aber wir wollen ja das Höchstmögliche aus unserem Schaden beim Lepragnom rausholen. Deswegen spielen wir gegen Mages und Krieger und ähnlichem, die halt einen ein Damage zweier Turn machen können, halt lieber den Worgen. Natürlich spielt man beide im Deck, aber es geht halt einfach darum, zum Beispiel, wenn ihr beide auf der Hand habt. So, unsere nächste Common ist der Argent Protector, eine sehr starke Paladin-Karte. Allerdings nicht so oft gespielt und ich weiß nicht, warum ich gerade die ganze Zeit gehen und das nervt mich. Tut mir leid, tut mir so leid an alle, die das Video gerade hören oder sehen oder was auch immer. Argent Protector ist wirklich sehr nett. Es gibt Leute, die spielen sie im Akro-Paladin. Ist nicht so mein Fall. In dem ehemaligen Blood Knight war er richtig mighty. Aber jetzt so, es gibt Midrange-Paladine, die ihn spielen. Es gibt auch Akro-Paladine, die ihn spielen. Also, sein Effekt ist auf jeden Fall sehr stark. Und man kann ihn ruhig behalten. Das bringt einen jetzt nicht um. Es würde einen mehr umbringen, wenn man irgendwann einen Decker stellen will und dann halt 35 Staub wieder mehr bezahlen muss. Unsere Rare ist Defender of Argus. Das ist wieder ein traumhaftes Starterpack. Ich würde mich keinesfalls drüber beschweren, weil Silverhand Knight werden zu 50 Staub. Man erstellt sich einen Weiterkammern, wie man es haben will und hat hier wieder sehr starke Karten. Defender of Argus ist einer der stärksten Rare-Karten gleich nach dem Juggler. Also zumindest eine der meistverwendetsten, weil es halt eine Neutral-Karte ist. Und ja. Argus ist wichtig, wie geht man mit dem Placement um? Am meisten das gibt's doch nicht. Am meisten gesehen in einem Zoo-Deck. Und ja. Ansonsten halt auch in einem Akro-Paladin. Und ja, das war's dann sich eigentlich. Natürlich der Handlock noch, weil halt da Taunts wichtig sind. Und das ist das Schöne dazu, er gibt nicht nur den befreundeten Einheiten neben sich Taunt, sondern gibt ihnen auch noch +1/+1. Er hat zwar selbst nur 2/3, aber warum einen das einfach nicht stört ist, weil man den benachbarten Dienern Taunt gibt und ihn dadurch ein bisschen schützt. Normalerweise würde man sagen, nehmen wir an, er hätte keinen Effekt. 4 Mana, 2, 3, bist du bescheuert. Warum sollte ich es nehmen? Aber durch den Effekt gerade macht er ihn so stark. Das ist auf jeden Fall eine super Karte. Ich freue mich drüber über 20, 70, 80, 85 Staub. Und ich habe euch eine Kleinigkeit zu zeigen. Und zwar habe ich ja am Anfang des Projekts gesagt, ich möchte gerne einen Talnos haben. Und ich habe 1755 Dust. Ich
weiß nur noch nicht, ob ich den Talos wirklich erstellen soll. Weil jetzt, wo TGT rauskommt, möchte man ja eigentlich gerne die neuen Karten haben. Besonders wenn da eine Legendary ist, deren Priorität um einiges höher angesetzt ist als ein Talos. Egal, ich werde es mir noch überlegen. 1800 Staub. Vielleicht öffne ich einfach, bis TGT rauskommt. Noch weitere Packs mit euch zusammen und dann werden wir es ja sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.